Alle Firmen in unserem Partnernetzwerk suchen Photonics-Absolventen. Grosse Firmen wie Siemens, Roche Diagnostics, Hamilton, Cedes, Baumer, aber auch Startups freuen sich auf junge Talente. Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video im Format Facts und Figures zu Photonics mit dem Tobias. Im Video heute geht es darum, was sind Zukunftsperspektiven von Photonics-Studierenden. Karrieremöglichkeiten von Photonics-Absolventen sind sehr gut. Der Markt ist weltweit am wachsen, es gibt zu wenig Photonics-Ingenieure, der Bedarf ist gross und darum könnt ihr auswählen, wo ihr arbeiten wollt. Das Partnernetzwerk von unserer Photonics-Firma ermöglicht euch schon während dem Studium eigentlich die potenziellen Arbeitgebenden kennenzulernen. Wir machen viele Exkursionen in die Firmen, wir machen viele Versuche mit denen. Leute von diesen Firmen können eure Vorträge halten und ihr macht auch eure Abschlussarbeit bei diesen Firmen. 50% der Absolvierenden arbeiten jetzt in einer dieser Firmen. Also ihr seht, das funktioniert sehr gut. Und wenn ihr mal einen Sommerjob braucht, Teilzeitarbeit, auch dann steht unser Netzwerk zur Verfügung. Der Bedarf nach talentierten Photonics-Absolvierenden nimmt weltweit stark zu. Die Firmen haben Schwierigkeiten, gute Ingenieurinnen und gute Ingenieure zu finden und darum könnt ihr mit dieser Ausbildung auswählen, die ihr nachher arbeiten wollt. Und dank dieser breiten Grundlagen stehen euch auch weitere Gebiete offen. Die technologische Entwicklung geht immer schneller vorwärts. Miniaturisierung von Kamerachip, Prozessoren werden immer leistungsfähiger. Es gibt unzählige Aufgaben, die man noch lösen muss. Und ihr seid die Generation Ingenieure, die das machen dürfen. Ich bin dann einer der Benutzer. Ich freue mich darauf, dass ihr das cool macht und ihr habt eine leuchtende Zukunft für euch.